Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Renate. Mein Mann Peter, der filmt jetzt. So, wir sind heute mit unserem Campingclub, haben wir eine Ausfahrt und sind im Schwarzwald bei Warenbronn. Das ist der Feriencamping Alpgau. Ja, und wie ihr seht, wir haben gerade Frühstück oder machen wir gerade unser Frühstück. Wir waren schon laufen 6 Kilometer. Wir waren unser Frühstücksbrötchen holen, weil ja, wir müssten nur ein bisschen uns sportlich betätigen für unser Frühstück. Ja, die Vaterwanderung fängt jetzt an und wir laufen jetzt los. Wieder über die wunderschönen Wälder und vor uns, da weit vorne, ist unsere Campingclub-Gruppe. Wunderschöne Tage hier bis am Sonntag. So, und jetzt laufen wir hier den schönen Weg bis nach. Und da wollen wir in ein Chaosmuseum. Also eigentlich weiß ich nicht, was das sein wird, aber bleibt gespannt. Schau mal weiter dieses Video. So schön laufen wir da durch den Wald. Und das ist die ganze Karottengruppe vom Campingclub Sindelfingen. Auf die Gruppe vor uns. Jetzt sind wir schon fast am Ziel. Wir sind in Maxzell und hier werden wir in das Chaosmuseum reingehen. Mal sehen, ob ich da Aufnahmen machen kann und dann zeige ich euch mehr davon. Und gleich sind wir da. Da werden wir jetzt reingehen. Ja, Leute, wunderschön. Das kann man wirklich Chaosmuseum nennen hier. Wie ihr seht, da gibt es alles. Sehr, sehr interessant. Hier kurzer Ausschnitt aus der Feuerwehrabteilung. Hier an Harley Davidson 1919 und da geht es weiter 1932, ein Teil der amerikanischen Geschichte.
wir sind jetzt mal wieder zurück. Die Museumbesichtigung und die Wanderung super geklappt. Und da im Hintergrund seht ihr unseren Campingplatz, unsere Fahrzeuge. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie wir das weiterhin machen. So, und jetzt genießt die ganze Gruppe. Schöner Grillabend. Gemütliche Beisammensein. Ja Leute, wie ihr seht, heute ist der nächste Tag unserer verlängerten Wochenende Reisen. Und heute fahren wir mit der Bahn. Stehen gerade auf dem Bahnhof hier in Etzenroth und dahinter seht ihr die Gruppe, mit der wir unterwegs werden. Und wir fahren nach Karlsruhe und möchte euch mal ein paar Eindrücke von Karlsruhe auch als Bilder in diesem Video zeigen. Und selbstverständlich auch der Karlsruher Schloss darf ja nicht fehlen auf dieser Reise. Deswegen sind wir jetzt hier auf dem Schlossplatz. Und im hinteren Bereich vom Schloss sind wir jetzt hier spazieren in den Park. Ja. Und von Thron sind wir auch begeistert. Wir haben sofort Bilder gemacht. Krone fehlt noch. Ja. Keine Krone. So, und jetzt machen wir mal eine schöne Fahrt mit der Nebelbahn. Genau. Durch den Schlosspark. Schlosspark, genau. Und hier auch die Orangerie. Wunderschön zu besichtigen mit schönem Garten und im Hintergrund das Eingangstor vom Schlosspark. Das ist eine 150-jährige Eichenbuche. Hängebuche, so heißt die. Und die hat mir jetzt eingezäunt, weil durch die vielen Parkbesucher die Wurzeln schon kaputt gegangen sind und Schädlinge eingedrungen sind. Und darum musste man die einzäunen, dass der Baum sich jetzt erholt. Und das alles kann man hier in der Orangerie sehen. Sehr schön. Es ist ein Besuch wert. Ja Leute, der Besuch in Karlsruhe ist vorbei. Wir sind jetzt hier in Ettlingen und da wollen wir noch einmal durchlaufen durch die Stadt. Und dann schauen wir uns noch mal das Zentrum an und dann schauen wir weiter, was noch alles passiert heute. Thank you.
Ja Leute, unser Aufenthalt hier in Ettlingen ist vorbei. Wir werden jetzt zur S-Bahn gehen und dann geht's zurück zum Wohnmobil und schauen wir dann, was machen, was heute noch gemacht wird. Wie immer, Interesse an Büchern wird nicht weniger. Die ganze Gruppe ist voll begeistert von diesem Bücherschrank. So, der Tag ist wieder gelaufen. Wir haben einen schönen Tag gehabt in Karlsruhe und in Ettlingen, sind mit der S-Bahn reingefahren. Und jetzt haben wir uns wieder unsere tolle Kartoffelpfanne gemacht. Guckt unser Video, wir haben ein Video darüber gemacht, über unsere Pfanne. Und wir genießen jetzt das gute Essen und lassen uns dann noch ein bisschen mit unseren Freunden den Abend ausklingen. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und wenn es euch gefällt, unser Kanal nicht vergessen zu abonnieren und Daumen hoch. Macht's gut!